Menschenskinder, warum werden immer alle wach, wenn ich streame und das Handy rappelt dann nach dem anderen? Insgesamt finde ich das halt richtig räudig. Ich würde niemals irgendwen bestehlen können, sei es Freund oder nicht. Mein Gewissen würde mich so zerficken. Okay. Würfelhusten. No. Oh, come on. Ach, mein liebstes Minigame. Nicht. Genau deswegen. Man darf den Level wiederholen, um das zu holen. Ach ja. Hier bekommt man ja nicht seinen Kumpel, wenn er irgendwo runterfällt. Überlegen, ob wir heute nicht vielleicht Soul Blazer spielen. Oh, come on. Och joa. Ist ja der Schweine hier. Öxo, grüß dich. WB, ich hoffe, es ist alles gut gelaufen im Krankenhaus. Das war knapp. Ich kann sowas halt vorne bis hinten auch nicht nachvollziehen. Nein. Aber wenn du am Verhungern bist oder sowas und du in Anführungszeichen organisierst dir was zu essen, ja, sehe ich noch irgendwo. Aber irgendwelche in Anführungszeichen Luxusartikel zu klauen. Aber mir hat es wirklich am meisten wehgetan, weil er hat halt einfach Teile meiner Kindheit geklaut. Und ihr wisst selbst, was ihr mittlerweile, wenn man einen Zelda-Teil haben will, was man dafür bezahlt. Ich denke, das Link's Awakening, das tut dann halt auch noch mal doppelt und dreifach weh. Allein wenn ich bedenke, wie schmierig manche Hüllen sich anfühlen. Was? Was war das denn? Oh! Das Loch wird nicht mehr aufgefüllt. Danke, Spiel.
Ja, vor allen Dingen, da ich halt auch jemand bin, ich kann meine Erinnerungen physisch binden, wenn du es so willst. Und so gern ich Link's Awakening hab, ist halt trotzdem nicht meins. Grüß dich, Roy. Ja, das Zelda hab ich gekauft, die Oracle-Teile auch. Also die waren definitiv nicht geschenkt. Aber trotzdem, es ist halt nicht meins. Da die geschenkten Sachen, dagegen sage ich nichts. Da bin ich dankbar ohne Ende dafür, dass es so geile Leute gibt. Allein hier Crazy Dave, der mir seine Wii U Zelda Edition, seinen Cube und seinen Gameboy vermacht hat. Deswegen, sein Gameboy ist jetzt auch wieder richtig schön hübsch. Und hat einen Q5 OSD und einen Akkumod spediert bekommen. Vengeance Killer, ich bin jedes Mal so nah vom Ende verreckt. Oh wow. Ich hätte gedacht, hätte ich verkackt. Oh, da war ich ja verkackt. Oh je, der Dave will wieder seinen jährlichen Gewinn mit den Clips abstauben. Auch für die Neuen, bei mir gibt es eigentlich jedes Jahr immer was zu gewinnen für die Leute, die klippen. Mache ich am Ende des Jahres immer ein Video mit meinem Co-Moderator zusammen. Er hat die Clips vorher nicht gesehen, der kriegt es auch anonym vorgespielt, er weiß nicht von wem die sind. Und er darf sich dann einen raussuchen, den er halt, der ihm am besten gefällt. Und ja, Clip, was das Zeug hält. Wenn ihr was lustig findet oder wie auch immer, haut raus und postet es im Discord. Discord findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da will ich demnächst auch noch mal ein bisschen dran rumschrauben. Come on. Ich hasse diese Wackelfassdinger. Ich glaube, das dritte Jahr jetzt, wo du das. Oh, come on. Ach ja, hier waren sie ja fair. Das dritte Jahr, wo du es abgeräumt hast. Ich glaube, den Adventskalender, den werde ich, glaube ich, zukünftig jetzt auch insgesamt lassen. Damit. Mach das, glaube ich, immer jetzt noch hier über die Clip-Sache. Miesige, mistige Mistviecher! Come on! Oh, komm schon! Komm schon! Was war denn das? What the fuck? Oh, komm schon! Was soll das denn? Oh, komm schon! Oh, komm schon! Oh, come on!
Oh, come on. Sag ich mich so innerlich über die blauen Vollpfosten aufgeregt, dass ich wieder dem dummen Fass zum Opfer gefallen bin. Na, ich doch so wieder einen Schritt vorm Ende. Montag geht's endlich in einem Mario-Film. Dustin kommt Samstag rum. Ich hoffe mal, Sonntag können wir mal wieder eine Folge Kat Geiges TV aufnehmen. Mal sehen, zu welcher Konsole ich ihn dieses Mal zwinge. Oh, come on. Immer diese Killgriefer. Prepared. Ich hoffe mal, dass Montag um 14 Uhr nicht großartig was los ist im Kino, auch wenn noch Ferien sind. Wow. Wir sind über den Fisch drüber gehupft. Ich hoffe, es hat gezählt. Metallala. Oh nö. Oh, das ist der Anfang. Das Some Kind of Monster habe ich hier oben noch stehen, weil ich auch mal wieder gucken könnte, wer Spinal Tap. Den habe ich auch oben auf dem Regal stehen. Der ist auch so richtig schön Metal-Klischee hoch 10. Jetzt habe ich nicht auf die Zeit geachtet. Weil hier kann man nämlich auch über die obersten Dinger noch rüber. Und da gibt es dann auch wieder den Verdoppler. Ach ja, das ist Renn um dein Leben Abschnitt.
Wenn ich da nicht runtergefallen bin, hat mich jetzt echt gewundert. Ist noch nicht. What? Ja, kann sagen, den können wir. Also müssen wir mitnehmen. Der Para, der alte Drecksack. Ich mag ihn. Da war gerade Serious Slowdown. Nicht Sirius Snape, sondern Sirius Slowdown. Yeah. Die Nase an den falschen Stellen juckt. Ich kann sagen, das war dumm. Come on, warum hast du dich aber sehr ehrlich festgehalten, Diddy? Du musst schon mal so ein bisschen mitarbeiten, mein Freund. Ist doch nicht wahr, ey. Das war garantiert auch wieder so dieses eine Pixel, bevor du den dummen Reifen berührt hast, wo ich schon gesprungen bin. Arg. Nehmen wir doch dann gerade mal dankend mit, wenn wir ein Leben bekommen. Danke fürs Mitarbeiten, Diddy. Dann doch jetzt, oder was? Lumpf, Lumpf. Und ihr so. Einmal aus dem Rhythmus raus bist, die kannst du normal auch bis unten hin komplett abbouncen. Aber wenn du einmal den Rhythmus zerlegt hast, ist rum. Ach ja, jetzt, ja. Nee. Nee, die Stelle war es noch nicht. Es gibt eine Stelle, da ist das Secret auch so richtig räudig hier bei so einem Espresso-Abschnitt, wo du mit ihm rüberfliegen musst. Das ist auch ein schönes Detail. Ja, das Spiel ist wirklich hammer schön. Ich finde, sie haben das gerade noch mal bei Teil 2 richtig auf den Punkt gebracht mit dem Artstyle. Oh, come on. Wo in der, oder war das hier, wo in der Eiswelt der Sturm immer näher kommt, der Schneesturm näher kommt
Um den nächsten Level hast du dann Schneesturm. Zum Ende hin klärt sich dann das Ganze wieder auf. Deswegen haben wir schon echt crazy coole Sachen gemacht. Ich glaube, hier war es. Oder auch nicht. Okay, da wäre ich nur mit Espresso hochgekommen. Wow. Ja, da war ein Zug drauf. Mein zumindest, das wäre hier gewesen. Ja, absolut. Absolut. Hey, Wasserlevel. Und die Wasserlevel magst du hier drin auch wirklich nur wegen dem Soundtrack. Sie waren dem oder waren dem anderen Teil der Toxic Wasserlevel, wo die Steuerung umgemappt wird. Der war auch so richtig räudig. Aber so richtig räudig. Ich glaube, es war der zweite, wo man in Hyrule's Castle in der Kanalisation rumschwimmt. Es gibt französisches Bier. Ich dachte, da gibt es nur Rotwein. Er ist mies gesetzt. Oh. On. Donkey on. Schon. Ach komm schon. Fängst du extra an zu triggern, dass es wieder hochgeht und rappelst du trotzdem noch volle Möhre rein. Und volle Banane. Sind ja bei Donkey Kong. Die Artilleriemuschel. Dieses eine böse guckende Auge. Und wie Rumble. Thank you.
Ich irgendwie schlimmer in Erinnerung.